Geht noch ein bisschen weiter mit der Hölle hier. Aber wir haben hier wenigstens ein bisschen Grip auf einer Seite. Ja, das sieht doch okay aus erstmal. Dann haben wir schon mal ein gutes Stück geschafft. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner, der Offroad Truck Simulator der nächsten Generation. Echt krasses Spiel, 126. Folge sind wir mittlerweile und ja, wir machen gerade die Mission Radioaktive Fossilien auf der russischen Karte und müssen jetzt erstmal, wir haben hier das Gespann aus Tiger und Azov. Insgesamt haben wir hier jetzt quasi 7 Frachtslots. Das wird wahrscheinlich für die Container nicht reichen. Wobei das auf dem Bild eher nach Ersatzteilen aussieht. Also, das war halt so ein bisschen mein Ziel, dass es reicht mit diesen 2 Trucks, dass wir halt nicht 2-mal dahin müssen, um die Container zu holen. Ja. Na gut. In dieser Folge wollten wir die Container erreichen. Wir müssen nämlich noch ein bisschen fahren. Noch, guck mal, gar nicht mal so viel. Haben wir doch in der letzten Folge wieder ein paar Minuten länger gemacht und haben mehr Strecke zurückgelegt, als ich dachte. Und auf der Karte sieht es halt immer so ein bisschen nach mehr aus, als es eigentlich ist. Zumindest wenn man so gut vorankommt, wie wir jetzt gerade. Ja? Klar, wenn man so hier da durchfährt zum Beispiel, bis man da mal angekommen ist, das dauert ewig, weil du dich mit gefühlt 2 km/h oder noch langsamer zum Teil fortbewegst. Das ist wirklich so. Wobei das mittlerweile auch bei weitem nicht mehr so häufig passiert wie damals. Ich erinnere mich noch an den Anfang, der war ja sehr bröckelig. Bis wir mal den besseren Truck hatten und so, da mussten wir ja immer die ganze Zeit so einen Schrotttruck nehmen, der zum Teil durch sowas hier nicht durchgekommen wäre, ja. Was wir hier jetzt haben, der wäre hier nicht durchgekommen einfach. Nee, hier wäre auf keinen Fall durchgekommen. Ja. Und jetzt fahren wir halt so durch, als wäre das nichts, so, ne. Das muss man sich jetzt auch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, ne. So. Dürften demnächst bei den Containern ankommen, dann ist mein Folgenziel ja schon mal mehr als erreicht. Das wäre schon mal ziemlich nice. Es dürfte auch schon der vorletzte Punkt sein da hinten. Wir kommen ja recht gut durch. Mit dem Gespann aus diesen beiden Trucks hier, das ist halt echt stark. Ich brauche eigentlich gar keinen anderen Truck hier in Russland. Das funktioniert ja soweit. Wunderbar. So, doch noch nicht ganz. Diese Straße sieht aber schon wieder ziemlich, naja, ziemlich naja aus, ne? Aber. So, genau. Hier sind wir gleich da. Da ist der letzte Punkt. Und dann haben wir ja zum Glück den Kran, auf dem man surft. Ich hoffe, man braucht nicht so einen großen Kran. Sondern so einer reicht. Wobei in der Mission nicht mal stand. In der Mission stand halt nicht einmal, dass man so einen Kran braucht. Also auf jeden Fall radioaktiv in der Zone drin, ne? Das ist ja schon mal sehr ungut. Sagen wir mal. Das ist ein Aufladepunkt direkt. Ach so. Die Stadt steht unter Wasser. Ah, wo, wo, wo. Also das ist tatsächlich ein Lager. Das ist interessant. Das Wasser ist hoffentlich jetzt nicht so tief, oder? Oder kann man sie gar nicht fahren? Ist jetzt nicht so geil, ganz ehrlich. Nicht geil. Komplett im Wasser versenkte Stadt. Bitte lass es nur 1 Frachtslot pro Kiste sein. Dann können wir nämlich alles tragen. Jetzt müssen wir zur Not dann auch wieder separat fahren. Egal, diese Kamera geht mir schon so ein bisschen auf den Sack. Na, jetzt wird es ein bisschen schleppend. Also Freunde, das dauert noch eine Weile, bis wir da angekommen sind. Wir müssen eigentlich da lang. Okay, wir müssen das mal so machen, leider. Ich hoffe, der Azov schafft das alleine.
weil ich den auch so mitnehmen kann. Wenn er jetzt hier rumkommt, musste mich nur selber ausrichten. Der Anhänger, der wird schon mitgezogen. Ja, dann passt das auch so. Wunderbar. Ach, shit. Ich glaube, wir fahren noch die andere Richtung zurück, weil ich keinen Bock mehr habe, hier durch dieses Wasserfeld zu fahren. Ja, geil. Ich habe die ganze Folge eingeplant, um hier überhaupt hinzukommen. Aber wenn es so ist, dann könnten wir ja sogar schon zur Fabrik jetzt kommen. Das wäre ziemlich cool. Auflieger macht's auf jeden Fall. Fahren wir da direkt geradeaus raus. Aus dem Crap. So, zum Glück nichts aufzuladen. Container sichern klang für mich halt nur so, oh shit. Okay, der muss das alleine jetzt schaffen, die kleine Strecke. So. Jawohl. Es sind zwei. Das heißt, wir liefern direkt hier zwei rauf. Ja, es sieht aus wie Betonklötze. Das sind noch Betonklötze. Weil wir hier radioaktiven Abfall transportieren müssen. Auflieger hat er Softprobleme. Aber wir kommen hin. Also das ist jetzt kein Problem. Sagen wir das Ziel erreichen. Jetzt kriegen wir auch wieder ein bisschen Grip. Ja, so. Ein bisschen weiter ausholen für den Auflieger. Wir müssen vier Ladungen jetzt hier noch raufkriegen. Und das wird was. Vier Stück, das passt ja soweit. Wo das Schöne ist, der kriegt gleich wieder Traktion. Und hat auch genug Dampf, den Soft noch hinterher zu ziehen mit den vier Kackladungen, Alter. Super, dass wir auf jeden Fall den Tiger noch mitgenommen haben. Der ist stärker, als man denkt. So, jetzt haben wir's. So, der Tiger ist schon mal so gut wie safe eigentlich. Ja, der kommt hinterher. Okay, ne, das müssen wir nochmal. So, Kurve ist definitiv nicht gut dafür. Haben wir's. Super, alles klar. Dann wird es Zeit, die Route zu machen. Das ist jetzt ja auch noch eine beschissene Stelle eigentlich jetzt, aber die Fabrik ist nicht weit weg. Aber leider durch diese Straße nicht zu erreichen. Wir müssen jetzt die harte Route nehmen, oder was? Ja, naja, dann ja. Fangen wir den Allet ab, was geht. Ah, wenn wir das geschafft haben, Alter, das ist ja... Wird wahrscheinlich die Folge nischt. Also 10 Minuten sehe ich für so eine Strecke jetzt wirklich nicht. Wir haben jetzt schon die Hälfte des Tanks verbraucht für den. Wir können auch nicht voll tanken in der Fabrik. Shit. Aber die Fabrik braucht ja auch nur die. Das ist das Gute. Aber perfekt.
Der hier muss ja nur zur Fabrik. Ich weiß leider nicht, wie viel der noch übrig hat. Aber ich denke mal nicht, dass der so viel verbraucht wie der hier, weil der ja auch gezogen wird und dadurch automatisch ein bisschen weniger zieht. Ich hoffe mal, wir können von dem noch ein bisschen was abzapfen. Ist denn irgendeine Tankstelle vielleicht gewesen? Na, nee, nee. Nur bei der Fabrik. Das heißt, wenn der Zoff noch ein bisschen übrig hat, dann könnten wir theoretisch hier hin und dann einfach von da dann hier einfach irgendwie... Wo ist denn der Scheiß? Da hinten hin müssen wir dann, ja. Ja. Müssen wir das dann so machen. Ohne Kraftstoff kommen wir da nämlich auch nicht hin. Das bringt nichts, wenn wir da jetzt unseren Kraftstoff... Ja. Na gut, dann probieren wir es mal. 175 Liter sind ja noch da, ja. Also, Alter, 6 von diesen Betonboxen, die radioaktives Material in sich halten. Das ist die Strecke, ja. Ah. Natürlich alles andere als geil, muss man schon mal ganz ehrlich so sagen. Mmh, ja. Ah, Wasserstelle, das ist auch nicht so schön. Kriegen wir soweit aber ganz gut hin. Ah. Monster, zwei Monster sind das hier, ey. Echt? Sag doch mal so einen normalen Scania-Truck. Ah, aber hier lag. Digga, der fährt nicht mal 2 Meter hier. So. Ah, wunderbar. Jetzt hier lang, sagt er mir. Machen wir. Ich lasse erstmal auf niedrig plus. Erstens verbrauchen wir dadurch ein bisschen weniger und zweitens reicht die Geschwindigkeit auch aus. Jetzt sagt er mir nach links wieder. Das ist dieser Schleichweg, der auf dem auf der Karte nicht als richtiger Weg gesehen wird. Oder? Ich hoffe mal, der Zoff räumt den Baum platt. Jawohl. 2 Motorendamage mal wieder durch nischt. Der Auflieger muss natürlich auch rum. Am besten auch ohne zu kippen. Dann nimmt den Baum da auch noch mit. Oh, hier ist die Strecke ein bisschen schräg. Das ist nicht so geil für so einen schweren Auflieger. Sieht aber soweit noch im grünen Bereich alles aus. Wir haben ja einen Kran, wir haben eine Winde, wir haben 2 Trucks. Also das ist mit das Sicherste, was man machen kann. Das Beschissenste, was passieren kann, ist, dass beide Trucks einfach umfallen und dann ist natürlich vorbei. Weit neben die Kurve. Dass der Auflieger Platz hat. Richtig, super, das passt. Man kommt hier gut durch. So, hier war diese Winzwasserstelle, die auf der Karte markiert war. Man kann sie jetzt, doch, man kann sie umfahren. Das machen wir auch. Oh, shit. Oh, hier macht er ja nix. Warum macht er hier nix? Jetzt machen wir mal einen Niedriggang. Okay, da ist er irgendwie gegen eine Wand gekommen oder so. Kann sein. So, als ob man hier auch nicht so gut fahren. Nee, scheiß drauf. Das bringt nichts. Das müssen wir jetzt gucken, dass die Lastwagen genug Kraft haben. Ah, scheiße. Jetzt. Hat sich der Zoff echt jetzt festgerabelt? So richtiger Kackschlamm hier. Das ist nichts.
Er schafft das noch, ne? Das ist krass. Diese Reifen sind halt wirklich nice. Das Loch probieren außenrum. Doch hier nicht. Sollen wir dann einzeln machen jetzt? Ja, richtiger bescheuerter Weg. Nee, Digga, hier ist Ende, Alter. Wenn die Trucks das hier nicht durchkriegen, ist hier echt Ende. Muss durchs Wasser. Wobei von hier es einfacher sein könnte. Ja, easy, das schaffen die doch hier durch. Der Zoff könnte jetzt strugglen. Mann, es ist einfach irgendwie mit dem Wasser, das wird schon irgendwie hinhauen. Ja, der Auflieger ist einfach zu schwer. So, dahin. Ein bisschen, dass eine Seite der Reifen vielleicht da das Land berührt, dass wir da vielleicht ein bisschen Traktion haben. Guck mal, dann schafft das auch so, Alter. Jawohl. Da ist die Stärke vom Azov. Wenn wir jetzt Glück haben. Ja, sind wir raus. Oh, die Straße ist jetzt nochmal ein bisschen länger beschissen. Aber egal. Bitte. Noch ein bisschen weiter mit der Hölle hier, aber wir haben hier wenigstens ein bisschen Grip auf einer Seite. Ja, das sieht doch okay aus erstmal. Dann haben wir schon mal ein gutes Stück geschafft. Ah, diese Folge wird es nicht mehr der Fabrik, aber wir schaffen wenigstens noch hier so ein bisschen Teilstrecke. Können wir am Ende mal gucken, jetzt gleich in 2-3 Minütchen, wo wir am Ende angekommen sind. Bäume hier, die müssen wir mal hier. Das nehmen wir so ein bisschen näher ran hier. Ja, komm. Für sowas wäre halt so eine Schwerwinde ganz geil eigentlich. Weil dann könnte die nämlich auch mit mehr Kraft den Truck rausziehen. Wobei, ich glaube, das würde daraus. Scheiße, das ist hier jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, niedrig plus passt da ein bisschen besser. Alter, ist die Straße scheiße hier. Oh Gott, da kann man leicht fallen, kippen. War doch immer nur nicht das, was man eigentlich haben will. Ah. Ah, Mist. Okay, lass uns mal so machen. So, probieren wir den nochmal rauszuholen. Wir gucken mal, wo wir sind. Wir sind kurz vor der Straße, die direkt zur Fabrik führt. Das ist super. Wir haben noch 94 Liter. Das ist tatsächlich gar nicht mal so viel. Das
So, der ist hier auf den Boden gelaufen, deswegen hat er Probleme gekriegt. Okay, Gott. Rückwärts. Geht nicht. Okay, wenn ich jetzt noch eine falsche Bewegung mache, ist der Auflieger mit aller Ladung gone. Das ist jetzt eine richtig beschissene Situation hier, weil wir den Trailer noch einfach nicht gut mehr rauskriegen jetzt, ne? Fuck. Wo hängen wir denn hier? Also wir hängen doch hier nirgendwo. Ah, doch. Boah, shit. Okay. Alles klar, Freunde. Das war's erstmal für diese Folge. Ob wir hier hochkommen mit diesem Truck, das werden wir erst in der nächsten Folge rausfinden. Da geht's dann nämlich an genau dieser Stelle weiter. Demnach bedanke ich mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.